Konnichiwa, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und King Camp ist auch wieder mit am Stüssel. Und seine Freundin hat sich was Wunderschönes bestellt von Pummel Einhorn. Wie ihr schon seht in unserer Location hier. Was? Es ist so flauschig. Es ist so verdammt flauschig. Tut so weh. Und zwar dürfen wir ein offizielles Unboxing machen des Paketes, das heute vom Pummel Einhorn GmbH angekommen ist. Und deswegen würde ich sagen, wir öffnen das jetzt. Tu es. Und was ich kurz davor sagen muss, das blende ich mal kurz ein, das hat das allercuteste Verpackband, sagt man das so, Klebeband drum der Welt. Nicht reinschneiden. Ich hatte schon mal irgendwo auf Arbeit noch was aufgeschnitten, da habe ich das Gerät kaputt gemacht. Hey! Lass. Oh Gott. Als hätte ich das jetzt nicht hingekriegt. Ich habe es langsam gemacht. Nein. Er will es selber auspacken, siehst du? Das ist immer diese harte siehst Schale, weicher Kern. Ja, hättest du schon. Es ist eine Tasse! Ja, die darfst du auspacken. Da sind ja noch mehr Sachen drin. Echt jetzt? Ja. Okay. Was ist das? Zaubersocken. Zeig mal. Zaubersocken. Sind das Socken oder was ist das? Sind es wirklich Socken? So klein verpackte Socken? Nochmal Zaubersocken. Und nochmal Zaubersocken. Die Pümelfee. Und das Pummel-Einhorn mit Weihnachtsmütze. Für Weihnachten, damit ihr auch ausgerüstet seid. Ich zeig's dann gleich nochmal vorne. Was? Dick und flauschig, nee. Was? Ich hab da erst Fick. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Das ist ein Lesezeichen. Echt? Mhm. Doch, hast du schon lange gewartet, habe ich gehört, damit du endlich anfangen kannst zu lesen. Das ist du super kannst toll. Gar nicht lesen. Das war's, oder? Ja, das okay, ist wunderbar. Ein bisschen schauer. Dann zeige ich mal die Sachen nochmal von nah an. Ich krieg es nicht mehr zu. Ja, es passt nicht so komplett in das Genre rein von mir, aber ich finde es halt trotzdem so cute. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Einmal Lesezeichen. Oh. Auf der Rückseite. Oh. Ah, dann kannst du es dann noch so. Ah, okay, alles klar. Hier haben wir einmal die Socken. Und nochmal die Pummelfee in rosa. Aus. Soll ich sie auspacken? Einmal der Schlüssel am Hinger. Oh, Cookie geht immer. Cookie auf dem Po. Mir wurde gerade eine wichtige Information zugesandt. Und zwar ist der Cookie nicht rund, sondern in Sternform. Weihnachtlich angehauchte Cookies. Da weiß jemand, was er tut. Da macht das jemand mit Liebe. Ja. Jetzt die Tasse. Dieses Bild. Ja? Das sieht schon ein bisschen fertig aus. Hier ist ein Energy und ein Kaffee. Und jetzt haben wir den Spruch dazu. Kaffee mit Energy Drink gekocht. Jetzt kann ich Geräusche sehen. So cool. Ja, und deswegen würde ich sagen, ich pack mal die Seite drunter, wo ihr das bestellen könnt. Denn wenn ihr solche cuten Sachen mögt, und das ist wirklich noch auch die Malerin, wie heißt sie? Steffi? Die Steffi, die das macht, habe ich gehört, auch noch sehr community-nah. Also die, wenn ihr Fragen habt, dann beantwortet die auch noch persönlich und kümmert sich darum, wenn was nicht passt. Wenn irgendwas mit der Qualität nicht passt, wie zum Beispiel hier, wenn eine Naht nicht richtig genäht, würde sie das sofort umtauschen. Also von dem her, da muss man sagen, guter Service ist noch nah beim Kunden und verdammt cute. Und deswegen würde ich sagen, schaut doch mal dort vorbei. Und nein, das ist nicht gesponsert, dieses Video. Oh. Also würde ich sagen, Sayonara!